schönen guten Morgen am Mittwochmorgen. Also, wie gesagt, oder wie schon vermutet, den 946, der ist verkauft. Den lade ich wieder ab. Der geht nicht mehr raus auf die Baustelle. Lade ich jetzt wieder ab. Danach, ich habe keine Ahnung, was ich dann mache. Es regnet wieder. Vielleicht fahre ich auch einfach nach Hause. Nee, hier stehen noch so viele. Stehen noch so viele Bagger herum. Mal gucken, was es noch gibt heute. Leer. Jetzt ziehe ich eine Stufe aus. Hier links der Radlader. Ein 566. Dann fahre ich jetzt runter nach Roggenhausen. Und der von Roggenhausen lade ich und bringe den hierher. Da ist morgen Inspektion fällig. Und der irgendein Zylinder, glaube ich, muss getauscht werden oder so. Keine Ahnung. Jetzt ziehe ich ein bisschen aus, weil die Mühle ja so lange ist. Oh, sorry. Und dann lade mir schnell den Lade. Der Lade, lade mir.
Wetter wird nicht wirklich besser. Soll wohl auch heute den Tag über so bleiben. Das wird gleich ein bisschen hochheben an dieser Kuppe. Ah, da komm. Abbiege, bleibe ich gerne hängen. Ich merke direkt, dass heute wieder Schule ist. Gestern war es noch so schön ruhig. Bei uns hier zumindest. Und heute ist schon wieder Verkehr, Verkehr, Verkehr. Es fahren sehr, sehr viele Busse. Dann zusammen, ey. Berghof, zwei Gänge hochschalte. Sollte selbst dir komisch vorkommen.
36, Entschuldigung. Oh.
den. Ach, ich bin jetzt frustriert. So. Den nehme ich mit, beziehungsweise den lade ich rüber nach Weiterstadt. Habe ich jetzt eben gerade nochmal geguckt im Telefon bei Google Maps. Schon ist es wieder weg. Der Stadt runter, dann bin ich hin an der Kreuzung links gefahren, genau. Schon so lange her. Ah genau, Kreisel rechts, der nächste Kreisel links, dann an dem Möbelhaus vorbei, genau, da hinten dann links ab, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Am blödsten nach Weiterstadt. So komme ich gar nicht. Doch, muss Büttelborn runterfahren. Entweder fahre ich die 67 oder fahre ich über Mainz. Büttelborn raus, rüber Richtung Weiterstadt. Da werde ich fahren. Aber wie gesagt, jetzt fahre ich erstmal hoch Sembach, lade dort. Nur den nackten Bagger ohne irgendwas dabei. Ein Löffel, der am Bagger ist, das ist der falsche, der gehört nicht zu dem Bagger. Acht Achsen, das passt noch. Gut. Dann rollen wir mal los. So. So, da kann ich den Kollegen dran, der möchte hier herladen. Ich fahre jetzt mal hier vor, dass ich dem aus dem Weg bin. Kann ich einfach da vorne ab. Also, hab auch gefragt, also ich komme mit meinem LKW nicht da vorne rum. Der braucht mit seinem Hängelzug auch alles. Und der ist ja weitaus wenig, aber hier drin jetzt der Bagger runterfahren, ne, ist aber bescheiden. Nur ganze Bäume oben drüber. Hier laden, ja, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Und auf die Vordersiode der Bäume rauskommen. Eigentlich könnte ich den Bagger mit nach Hause nehmen, ne? Bagger rausfahren, den neue Bagger in Anführungszeichen drin. Rufe ich jetzt mal an. Ach, der sieht wieder aus wie Sau. Ich fahre den ja nicht. Muss ich noch nicht sauber machen, ne? Thank you.
hier noch die Kette dran. Muss gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Ah, der Kollege kommt. So. Abgeladen, bin wieder in der Halle. Ich hänge jetzt noch an. Schiebe mein Display schon wieder nicht an. Fahrzeug läuft. Display ist tot. Normal geht es an, wenn ich die Zündung anmache. Ich drücke mal auf und. Könnte sein, dass es gleich sehr laut wird. Auch wenn es vielleicht mal wieder eine kürzere Folge geben sollte, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, was ich alles drin lasse, was ich alles rausschneide. Ja, bleibt gesund, habt Spaß, haut rein, bis denn. Tschüss.